Guten Morgen, Leute. Heute geht's los. Erster Tag, leck mich am Barstor. Ich bin richtig, richtig excited. Ich bin auch ziemlich am Barsch, muss ich schon sagen. Ich habe schon ungefähr 3 Stunden Schlaf gehabt. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, um Andy abzuholen und danach den Niklas. Und dann los geht's, um den ersten Hechte und Barsche zu verhaften bei unserer schönen Berliner Schonzeit-Tor, die einfach unseren Barsch lecken kann. Richtig heiß, oder? Richtig heiß, Mann. Also Wetter passt perfekt. 3 Grad. Genau, was man eigentlich braucht. Es gibt keine Eiswasserung. Unwetterwarnung. Hört sich auch immer gut an. Na, nur wenn Stärke 8 bis 9 in Sturm in Bern. Also von ah, daher. Okay. Na gut. Sollte eigentlich fast ideal. Was immer gerade ist in die Uhrzeit, finde ich. Ist, dass man weiß, dass auf jeden Fall hat man extrem viel vom Tag. Das habe ich mir auch immer gedacht, wenn ich morgens um 5.30 Uhr los musste zur BSR. Ich mir immer gedacht, Mensch, du, hab ich heute viel vom Tag. Das ist eigentlich das Erste, was durch den Kopf geht, oder? So. Da haben wir ihn schon. Legende. Was ist das große Gründe für dich? Naja, die größeren, ich sag mal, die größeren Eckhardt. Okay. Also wenn dann denke ich irgendwie so nur so auf die kleinen Kitec, die wir auch mal gepostet haben. So kleine Krebsimitate oder so. So endlich mal ein Mega-Barsch. Da wo wir hinfahren heute, gibt's auch große Barsche. Sehr gut. Also, man muss wissen, wo die stehen. Okay, ich hoffe, das weißt du. Oder ihr? Ja, ich hoffe auch. So, Niklas. Wo ist denn der Klasse? Ja, ist die Welt schon in Ordnung, ne? Kleine ja. Häuschen, ja. Schöner Garten. Steht da vorne in der Ecke schon mit dran. War jetzt letztens erst im Güterfelder Haussee. Das ist bei Nudo. Okay. Und hab da auch gleich meinen ersten Hecht gefangen. Aber nur klein. Geil. Nur 50 cm. Aber war schon mal ein Anfang. Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Was, 49 Kilometer? Na, jetzt ein bisschen mehr, weil ich die falsche Richtung gefahren bin. So, also Hechtstöcke muss ich schon eigentlich schon ein bisschen zeichnen erstmal. Haben wir's, Jungs. Endlich. Was geht hier eigentlich ab? Morgens um 10. Haben wir? Ah ja, stimmt. Ein Boot fertig machen. Müssen wir einfach Wasser rausnehmen und können wir einfach nehmen. So, Männer, jetzt haben wir es geschafft. Aufs Wasser. Von Sturmböen zum Glück noch nichts zu sehen. Schönes Wetter eigentlich. Frische Brise, aber alles im grünen Bereich. Hier. Monsieur ist auch gut eingepackt. Also. Unser Boot war ein bisschen voll, deswegen haben wir ihn kommen lassen. Guck mal, schöne Barsche, ne? Ja. Und auch super fest. Und die waren drüben. Jetzt sind wir unser Zeug alles losgeworden. So, in 10 Minuten kommst du wieder abholen, ja? Wir haben beim Fische gesehen, es gibt extrem geile Fische hier zu fangen. Und Niklas hat sogar einen Hecht schon dran gehabt. Hab ihn schon gesehen, hier halt direkt beim Boot. Aber leider abgegangen. Nächster Hecht sitzt, oder? Ja, der wird größer. Der war groß, oder? Riesig! Also Momentchen da. Also. Richtung Moby Dick. Richtung Moby Dick war das schon. So. Zeit, Körner wechseln. Jetzt habe ich nur einen Biss gehabt und langsam ist es verdammt kalt hier auf dem Boot. Leck mich am Barsch kalt. Leck mich am Barsch kalt. Whiskey Orange. Come on, baby. Der Fisch, das der Fischer uns gezeigt hat, behält er eigentlich immer im Teich und zeigt er jeder, die schnell mal raus aufs Boot fährt. Das ist die beste Theorie. Weißt du? Die eigentlich klingt am logischsten, oder?
Aber irgendwie denke ich, wir würden trotzdem was fangen. Na, ganz ohne werfen wird es schwierig. Andy. Hau raus die Nummer. Andy, machst du dann auf? Aufwärmphase, ja. Andy möchte das dokumentieren, wo er nie wieder angeht. Den Spot merkt er sich nicht. Ja, man muss sich auch die Spots merken, wo man nicht nochmal hin ist. Obwohl, mir fallen spontan zwei Leute ein, denen ich den Platz hier empfehlen würde. Na, immerhin, der E-Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Ach. Eigentlich hätte man gleich zum Anfang verlieren müssen. Ja, wirklich. Hätte eigentlich gut gepasst. Na, ja, dann werden wir schon wieder zu Hause im Warm. Oh. Kann man schon. Das macht viel wärmer an. Muss ich gestehen. Kann man schon als Ereignis vermerken. Auf jeden Fall. So, jetzt wird Zeit für den Aufguss. Da war ich ganz offen. Na, Zander, habt ihr das gehört? Zeit für ein Live-Biss. Mein Fazit? Ja. Ja, jetzt bin ich besser als arbeiten. Oh, na gut, jetzt irgendwas Überraschendes. Krankscheiben ist immer besser als arbeiten gehen. Hast du Angst, dass dein Chef dir sieht, ich das schön beim Angeln? Nee. Ne? Wo du eigentlich schon an der Arbeit sein musste? Muss er doch nicht. Mhm. Er hat Urlaub, Mann. Ah, du hast Urlaub. Wir sind nicht alles Afrikaner hier auf dem Boot. So, Leute, die Tour nähert sich sein Ende. Und ich kann wirklich sagen, so wie es gehört, so eine echte Schonzeit-Tour. Wir haben die Fische extrem geschont heute. Auf jeden Fall schon eigentlich gute Stimmung den ganzen Tag. Nur so ein bisschen Fischarm halt irgendwie, ne? Ein bisschen, ja. Na, aber noch sind 10 Minuten Zeit für einen riesen Game Changer. Komm, geht doch! So, haben wir es wieder. Alle durchgefroren, hungrig. Aber trotzdem ist es wahnsinnig erfüllend. Hat Spaß gemacht. Nur schade, dass es nicht richtig gibt. Gut. Ja. Das ist eigentlich richtig geil. Du denkst, dass du sie nicht treffen. Das ist ja nichts für Angler, ne? Wieder vom Heimweg. Ganz schön ruhig im Auto. Die Stimmung ist ein bisschen gedrückt. Ja, vielleicht kann ich hier euch ein kleines Trostpflaster anbieten. Oh. Jemand in Berliner. Traumhaft. Schmeckt ja nach Fisch. Ich hoffe nicht. Endlich geht die Beißzeit los hier. Ja, nee. Wir wiederholen das auf jeden Fall. Wir machen das nochmal. Nicht, weil ihr so wahnsinnig gute Glücksbringer wart oder Daniel so ein besonders geiler Guide heute. Welcher? Sondern eher, weil wir das so natürlich nicht stehen lassen können. Nee. Also mindestens ein Fisch muss ins Boot. Haben wir fast geschafft. Einen Fisch haben wir schon ans Boot gehabt. Aber das zählt leider nicht. Gut. Danke euch. Nein, nee. Wir sehen uns. Beim nächsten Mal mehr Glück. Reingehauen. Hau rein, Mann. Bis nächsten Mal. Mach's gut, Andy. Ciao. Ja. Spaß gemacht? Ja. Cool, hat echt Spaß gemacht. Schade, kein Fischhalter, aber fast rein. Du hast mindestens ein bisschen Bock. Genau. Und da wiederholen wir ab. Auf jeden Fall bist du vor dabei, ja? Ja, alles klar. So. Schönen Abend, ja? So Leute, wir sind gerade endlich mal wieder in Berlin angekommen. War echt ein sehr, sehr kalter Tag. War gar nicht so einfach. Wir haben gerade Niklas nach Hause gebracht und Andy. Und
Ich sollte dir vom Kameramann sagen, es war eigentlich richtig geil heute, Leute. Es war einfach unfucking glaublich. War richtig gut heute den Tag. Wir haben überhaupt keinen Fisch gefangen. Aber nein, jetzt im Ernst, war schon echt cool. Ich habe schon einen neuen See kennengelernt. Kein Fisch gefangen heute, aber ich bin morgen wieder da. Und ich bin immer noch sehr zuversichtlich, dass der See eigentlich gut ist. Und ich denke, mit diesem positiven Gedanke würde ich mich für heute verabschieden. Also bis bald, Leute.